Hallo. Erstmal eine Gratulation an alle, die noch dabei sind. Ich habe ja gesagt, dieses Ding wird lang. Machen wir also weiter bei den Altitude Callouts. Auf dieser Seite kann man einstellen, wie die Höhenansagen beim Landeanflug getätigt werden sollen. Es ist relativ selbsterklärend, bis auf die 500er Ansage. Hier kann man zwischen Yes, No und Smart wählen. Bei Smart wird die Ansage nur gemacht, wenn man auf einem ILS-Gleitpfad fliegt. Bei 2500 Fuß und bei der Entscheidungshöhe bevorzugen die Airlines verschiedene Ansagen. Hier soll der Zuseher dem Spieltrieb folgen und es einfach selbst ausprobieren. Kurz erwähnt sei der Minimums Call. Minimums, das ist die Entscheidungshöhe, bei der entschieden werden muss, ob der Landeanflug fortgesetzt wird. Hier gibt es drei Einstellmöglichkeiten. 100 Fuß über der Entscheidungshöhe gibt es dann noch den Approaching Minimums Call. Dieser kann hier auch variiert werden. Der Zeitraum, in der die Höhe zwischen diesen beiden Callouts durchflogen wird, gibt dem Piloten die nötige Zeit für die Entscheidung. Terrain Peaks Mode. Hier kann man einstellen, wie das EGPWS, das Enhanced Ground Proximity Warning System, das Gelände im Navigationsdisplay anzeigt. Wenn nicht Peaks Mode eingestellt ist, dann entfernt das System alle Geländedarstellungen im Navigationsdisplay, sobald der Flieger mindestens 2000 Fuß über der höchsten Erhebung im vom Display erfassten Bereich fliegt. Show Water in Cyan. Größere Gewässer werden im Navigationsdisplay in Cyan angezeigt. Die Display Options können wir im Cold- und Dark-Modus nicht zeigen, hierzu kommen wir also später. Zurück zum Hauptmenü. Nach Klick auf Return und Setup wählen wir jetzt die Option Options. Und über den LSK1L kommen wir in die Simulator-Optionen. Service-Based Failures. Mit dieser Option, die ich für den Anfang nicht empfehle, werden Systemausfälle gemäß der im wahren Leben gemachten Erfahrungen simuliert. Hierzu berücksichtigt die Simulation die Betriebsstunden, Serviceintervalle und Abnutzung. Geräte nutzen ab und mechanische und elektrische Fehler werden vorkommen, sodass man das Quick Reference Handbook und die Wartungsmenüs des Flight Management Systems zur Hilfe nehmen muss, um die entsprechende Wartung vorzunehmen. Wir lassen diese Option vorerst aus, denn zum Lernen der grundlegenden Bedienung gehen wir von einem komplett funktionsfähigen System aus. Pause at Top of Descent. Mit dieser Option hält die Simulation an, wenn im Flugplan der Startpunkt des Sinkvorgangs erreicht wird. So kann man die Simulation auch alleine lassen, ohne dass das Flugzeug diesen Punkt überfliegt. Sync Captain und First Officer Barometer. Normalerweise werden die Barometereinstellungen, also das QNH, getrennt für Captain und Pilot eingestellt. Da man aber doch meistens alleine am Flugsimulator sitzt, kann man mit dieser Option die Barometer gleichschalten. Auch das Standby-Barometer lässt sich hinzuschalten. IRS Options. Das IRS, also das Inertial Reference System, ist das Trägheitsnavigationssystem. Nicht zu verwechseln mit dem GPS, dem Global Positioning System. Allerdings ist es im Flugzeug mit dem GPS gekoppelt. Ein GPS alleine kann die Lage des Flugzeugs ja nicht bestimmen. Also Querneigung, Längsneigung, Gierneigung, Beschleunigung und so weiter. Dieses IRS benötigt eine Weile, um sich auszurichten und auch mit dem GPS zu koppeln. Normalerweise dauert es mindestens 10 Minuten und während dieser Zeit darf das Flugzeug auch nicht bewegt werden. Hier haben wir die Möglichkeit, die Wartezeit künstlich zu verkürzen oder ganz abzuschalten. Use Last Memory Position. Damit wird in der FMC-CDU auch die letzte bekannte Position angezeigt. Autotune OBS at Localizer. Wenn es um Navigationsdaten geht, dann hat der FSX eine eingebaute Schwäche. Die
Die magnetische Varianz ändert sich in der realen Welt von Zeit zu Zeit. Nicht so bei einem FSX. Hier bleibt die magnetische Varianz immer gleich. Daraus resultiert dann eine Abweichung der Endanflugrichtung gegenüber den aktuellen Flugkarten und somit auch der Datenbank, die im PMDG-Addon geladen ist. Damit der Flieger nun trotzdem korrekt anfliegt, sollte diese Option auf On stehen und die Kursrichtung wird automatisch richtig eingestellt. Realistic Autopilot Engagement. Diese Option ist besonders für Anfänger wichtig. Normalerweise lässt sich die Autopilot-Funktion nur einschalten, wenn das Flugzeug vernünftig ausgetrimmt ist und keine Steuerkräfte auf die Steuerungselemente ausgeübt werden. Mit einfacheren Worten, der Flieger muss freihändig geradeaus fliegen. Schaltet man diese Funktion auf Off, dann ist es für einen Anfänger viel einfacher, den Flieger dem Autopiloten zu übergeben. Also immer wenn der Autopilot sich mit dem CMD-Knopf nicht einschalten lässt, sollte man sich an diese Einstellungsmöglichkeit erinnern. Ist diese Option on, dann muss man sicherstellen, dass das Flugzeug ausgetrimmt ist, das Flight Director Fadenkreuz in der Mitte steht und die elektrische Trimmung darf auch nicht gerade verstellt werden. Flight Director und Trimmung werden später noch erklärt. Show Thrust Lever Position. Diese Option zeigt eine zyanfarbige Markierung bei der Triebwerksleistungsanzeige, die der Stellung des Schubhebels am Joystick entspricht, an. So kann man vermeiden, dass sich beim Abschalten des Autopiloten der Schub plötzlich ändert. Autothrust Manual Override. Hiermit stellt man das Verhalten der automatischen Schubsteuerung ein, wenn man am Joystick den Schubregler bedient. Wenn man im echten Flugzeug die Schubhebel bedient, während die automatische Schubsteuerung eingeschaltet ist und sie nicht im Hold- oder Arm-Modus ist, dann gehen sie, nachdem man sie wieder loslässt, in die alte Stellung zurück. Dies kann man realistisch einstellen, wenn man in Hold-Arm-Mode-Only auswählt. Vereinfachen kann man das mit Never, dann werden die Schubregler des Joysticks ignoriert, oder Always, um die Reglerstellung manuell zu überschreiben. Empfohlen ist hier in Hold Arm Mode Only. Callouts. Hier stellt man noch ein, was der virtuelle Co-Pilot so alles sagen darf. Und ob wir durch Festhalten der Tab-Taste Tastatureingaben direkt ins FMC-CDU tippen können. Und ob wir ein Geisterflugzeug haben oder ob da wirklich Piloten drin sitzen. Auch das können wir hier verstellen. Performance Options. Hier kann man die Aktualisierungsraten der Displays begrenzen oder Anzeigen auch ganz ausschalten, um bei langsameren Computern die Simulationsgeschwindigkeit nicht allzu weit in den Keller zu drücken. Über das Menü Key Commands kann man Tastenzuordnungen einstellen. Und dann gibt es da noch das Soundmenü. Und man mag es kaum glauben, ein deutsches Wort im FMC-CDU-Display. Lautsprecher. Das liegt aber daran, dass hier die Konfiguration, die in Windows eingestellt ist, ausgelesen wird. Noch ein kleiner Hinweis zum Speichern der Panel-Einstellungen. Äußerst wichtig ist für Besitzer ab Windows Vista, dass der Flugsimulator im Administrator-Modus gestartet wird.
oder gleich beim Installieren des Flugsimulators darauf achten, nicht den Standardordner zu nehmen, sondern einen Ordner, der nicht von Windows überwacht wird. Ansonsten kann man die Panel States nicht speichern. So, das soll es dann für diesen Teil auch mal wieder gewesen sein. Es gibt noch viel, viel mehr Optionen, die ich hier nicht alle gezeigt habe. Wer gerne Videos schaut, kann ja mal hier auf About klicken. Spielt mal selber ein bisschen herum und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Teil des PMDG-Tutorials. Tschüss!